Das ist ein Spiel. Am Ende gibt es entweder noch Elfmeterschießen, aber dann spätestens einen Sieger. Und in einem Spiel ist alles möglich. Stimmt, wir waren letztes Jahr nah dran. Jetzt ist aber eine neue Saison, neue Gesichter, neue Konstellationen. Und wir werden wieder einen Anlauf starten, um ja, dort mal als Sieger vom Platz zu gehen. Und ich glaube, dass wir jetzt schon einfach ganz gute Schritte gemacht haben in der Vorbereitung. Nichtsdestotrotz, habe ich ja vorher auch schon mal gesagt, wissen wir nicht zu 100%, wo wir sind. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, sind wir gerüstet für den Start. Ja, das Gefühl ist schon da. Also wir wissen, die Sache ist schon einzuordnen. Trotzdem haben wir uns jetzt durch eine außergewöhnliche Saison in die Position gebracht, dieses Spiel spielen zu können. Und deswegen nehmen wir das sehr, sehr ernst und gehen das Spiel so an, dass wir bestmögliche Chancen haben, das Spiel zu gewinnen und trotzdem auch bestmöglich vorbereitet sind für das Spiel nächste Woche. Vorbereitung ist zwar schön und nett, aber wir freuen uns natürlich am Ende dann wirklich auf die Spiele, in denen es dann auch um was geht. Und deswegen ja, steigt die Freude, steigt die Vorfreude, aber auch die Anspannung. Und das ist ja ein Stück weit das Gefühl, das wir alle wollen.